Hallo vierter Bürger, ich bin der Alex. Ich der Dominik. Und ich der Randy. Wir kommen von der Dr. Gustav Schickedorf-Schule Klasse 8b. Wir haben ein kleines Radioprojekt für euch. Zum Thema Politik und wie sich Jugendliche beteiligen können. Und jetzt hören wir erst unseren fachkompetenten Studiogast. Recherche. Hallo, ich bin der Dominik. Können Sie sich kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Marion Luft. Ich bin seit 2008 Stadträtin, bin 57 Jahre alt, verwitwet und habe zwei Kinder. Weshalb engagieren Sie sich in der Politik? Die Politik hat mich eigentlich schon immer interessiert und es ist folgendes, mein Großvater war sehr engagiert, war auch bei der SPD, meine Eltern auch SPD geprägt und da habe ich mir gedacht, ja, also für mich wäre das was und bin aber in die Politik sehr spät eingestiegen, also ungefähr vor 14 Jahren. Davor war Familie, beruflich, eigene Firma mit dem Mann zusammen und so weiter, da war halt das im Vordergrund und wie die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, dann habe ich für mich festgestellt, Politik ist was für mich und ich möchte mich ganz gerne engagieren und irgendwie auch für den Bürger da sein. Was ist eine Politikpatin? Eine Politikpatin, jetzt gerade für Jugendliche, gerade auf euch gemünzt, ist folgendes. Wir wurden in der Fraktion angesprochen, ob sich da Politikpatinnen oder Paten zurechtstellen gerne möchten. Und ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ich habe ja selber zwei Kinder, die sind zwar schon erwachsen, aber trotzdem werden wir mit der Jugend immer wieder in Einklang gebracht und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist was. Und ich wohne auf der Harthöhe und auf der Harthöhe ist ja ein Jugendhaus. Da ist jetzt momentan mein Badenkind sehr engagiert, ist dort sehr oft anzutreffen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist was für mich, da mache ich mit. Wie können sich Jugendliche in Fürth mit einbringen und ihre Ideen verwirklichen? Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man so eine Politikpatin ist, ganz einfach. Man hinterlässt die Adressen, Telefonnummer, E-Mails und so kann man mit uns zu jeder Zeit in Kontakt treten und die Sorgen oder Nöte oder auch Vorschläge bringen. Das ist ganz wichtig. Auch im Internet kann man sich da einbringen. Wie stehen Sie zum Projekt Echt Fürth? Ich finde es sehr gut. Es ist ganz wichtig, dass die Jugend auch angesprochen wird, auch politisch. Und es ist wichtig, dass die Jugend sich auch zu Wort meldet. Wir wissen ja nicht, wo es brennt. Und darum ist es ganz wichtig, durch diese Sache mit der Politik, Patinnen und Paten, dass man ins Gespräch kommt und dann viele Sorgen, Nöte und auch Anregungen bekommt. Welche Jugendthemen werden momentan im Stadtrat diskutiert? Momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, wird momentan ganz viel diskutiert. Das geht jetzt um die Kinderbetreuungsmöglichkeit, weil am 1. August ja das Gesetz dann in Kraft tritt, dass immer ein Betreuungsplatz vorhanden sein muss. Das ist momentan eigentlich mit unser großer Schwerpunkt, Krippen zu bauen, Betreuungsmöglichkeiten, Hort, Kindergärten und so weiter. Es ist auch von der Schule, Bildung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist jetzt das, was mir jetzt momentan einfällt. Und diese Skaterbahn, das habe ich heute in der Zeitung gelesen, die wird jetzt angefangen zu bauen. Nachgefragt. Wie ist es jetzt eigentlich mit dem McDonald's oder mit dem Kino, weil das wurde ja geschlossen alles. Stimmt. Und das ist also eine ganz wichtige Frage. Zum Beispiel, es wird jetzt in der Unterfambacher Straße, also wird jetzt ein McDonald's gebaut. Das ist das frühere Aro-Gelände und das war jetzt auch im Stadtrat und wir haben da jetzt eigentlich grünes Licht signalisiert. Also denke ich, sind wir guten Weges. Dort einmal einen McDonald's unterzubringen, zweiter McDonald's in der Innenstadt. Ja, da ist jetzt dieser ganze Bauumbruch. Und dann müssen wir sehen, ob Platz da vorhanden ist. Ich bin mir ganz sicher, dass da Platz vorhanden ist. Aber das muss dann mit den neuen Eigentümern geklärt werden. Aber das sehe ich eigentlich auch ganz positiv. Und in der Gebhardtstraße, da wurde von uns immer Grundstück bereitgestellt. Da ist der Herr Ach dran. Es wurden auch schon Pläne unterbreitet bei uns. Da wird eventuell, wenn alles gut geht, ein neues Kino gebaut. Das ist dann beim früheren Kaufland gegenüber. Dort soll dann das neue Kino entstehen. Und ich hoffe und ich sehe es eigentlich positiv. Da, wo ja das Kino ist, also zumindest war, und das McDonald's, das wurde ja alles geschlossen, da werden die Häuser abgerissen. Wieso und was wird da hingebaut? Und zwar folgendes, da hat sich bei uns ein Investor gemeldet und dort soll ein neues Einkaufszentrum entstehen. Auch mit Restaurants und ich hoffe natürlich auch mit McDonald's, mit Bekleidungsgeschäfte und so weiter. Es werden auch Bürogebäude drinnen gebaut, aber es ist ganz wichtig, dieser Investor hat vor, viele Einzelhändler wieder zu uns in die Stadtmitte zu bringen. Wir brauchen das, das ist für Jugendliche genau
genauso wie wichtig wie für uns. Wir brauchen Klamotten und momentan ist es ganz, ganz schwierig in Fürth wirklich was zu finden. Und darum freuen wir uns, dass jetzt da der Anfang beginnt. Wann würde das Einkaufszentrum dann fertig werden? Also wenn alles gut geht, Ende Jahr 2014 oder Anfangsjahr 2015 dann. Wie ist denn es mit den Freizeitmöglichkeiten? Weil es sind ja in Fürth, gibt es nur ein paar Fußballplätze und die meisten sind, wenn Überschwemmung ist, ja, kann man eigentlich benutzen. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber soweit ich weiß, ist jetzt da momentan nichts in Planung. Das Einzige war jetzt diese Skaterbahn, die jetzt da neu errichtet wird. Und leider meines Wissens weiß ich da auch nicht mehr. Wie kam man eigentlich auf die Idee, eine neue Skaterbahn zu bauen? Ja, das ist auch ganz wichtig. Es gibt ja bei euch sehr viele Skater und das eben dann dadurch auch anbieten zu können. Und darum sind wir dann auf die Idee gekommen, Mensch, das machen wir. Dann bedanke ich mich. Ich danke auch. Wenn du mehr erfahren möchtest über Jugendbeteiligung in Fürth, klick auf www.echt-fürth.de. Deine Idee zählt. Bring dich ein, geh zum Stadtrat und style dein Fürth.